Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns erneut dem nicht immer leichten Versen des Römerbriefes zuwenden, um darüber nachzudenken, so fällt heute auf diese Gegenüberstellung von Fleisch und Geist. Und das klingt zunächst so einfach, aber das Problematische daran ist, dass es so gegenständlich und sachlich klingt. Gar nichts von der Person her gedacht. Wir sind heute ganz davon geleitet, immer von der Person her zu denken. Klaus Berger in seiner Auslegung zu dieser Stelle bemerkt, aber was hilft das, wenn wir einfach von der Person her denken? Die Personalität wird ja doch immer vorausgesetzt. Was hilft es, wenn wir von der Person her denken und über Dialog reden, wenn wir über Beziehungsgeschehen zwischen Personen sprechen? Es ist aber nicht geklärt, wem die Person gehört. Das ist bei uns seit der Taufe geklärt. Darauf hebt Paulus ab. Wir sind Eigentum Gottes. Er drückt das immer sehr hart mit dem Wort der Sklaverei aus. Wir sind nicht mehr Sklave des Fleisches, sondern wir sind in den Besitz Gottes übergegangen und damit Sklave Gottes. Wir sind sein Eigentum. Das ist eine sehr wichtige Feststellung. Man könnte sagen, Paulus stellt das Christentum auf die Füße, weil es nicht nur um das Wort geht, sondern um die Sachen, um die Existenz, die Leibhaftigkeit des Menschen. Also wie der Leib bestimmt ist, der Zustand des Leibes, das ist nicht einfach gleichgültig. Das ist auch der schwierige Hintergrund, etwa wenn wir über die Sakramentalität der Ehe nachdenken und alles, was sich daraus ergibt, auch über das Scheitern. Das bestimmt den Zustand des Leibes. Und der ist eben vor Gott nicht gleichgültig. Das hängt mit der Eigentumsfrage zusammen. Unter welchem Vorzeichen steht der Leib? Die Besitzverhältnisse sind ein für alle Mal entschieden. Seit der Taufe sind wir Gottes Eigentum, sein Heiligtum. Und Gottes Geist ist uns wie eine Lebenssubstanz geschenkt. Wir werden immer weiter, sagt Paulus, durch diese Lebenssubstanz verwandelt, schrittweise. Das ist das, das haben wir im Römerbrief schon kennengelernt. Es ist zwar ein für alle Mal geklärt, aber wir brauchen Zeit, es gibt einen Weg. Schritt für Schritt, Stück für Stück müssen wir verwandelt werden. Das ist eben auch eine substanzielle Frage, die sich immer mit der Persönlichkeit mischt. Wenn wir uns darauf einlassen, das zu wissen, dann hat es auch Folgen. Ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch wieder zu Sklaven macht. Das widerspricht sich nicht, wenn Paulus selber von sich als Sklave Christi spricht oder dass wir Sklaven Gottes sind, sondern in diesen Eigentumsverhältnissen Gott gegenüber herrscht eben kein Sklavengeist im klassischen Sinn, sondern diese Sklaven sind Kinder. Wir dürfen Vater rufen. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Erben Gottes. Aber dieses schrittweise verwandelt werden, drückt Paulus aus, wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm verherrlicht werden. Das Leiden, das oft einfach nur abgetan wird oder dass wir leichtsinnigerweise sagen, wir müssen es abschaffen, ist ein Mittel der Verwandlung. Ist ein Mittel, die Gotteskindschaft erst recht zu entdecken und tiefer einzudringen in das, was es heißt, ganz Gott zu gehören.